Gut. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ghost Raccoon Wildlands. Ja. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind und was wir jetzt machen. Schauen wir mal. Wir sind hier. Okay. Alles klar. In der Mitte der Mitte. Was gibt's hier? Langer Lauf. Scharfschützengewehr. Erhöhtes Mündungsfenster und wichtige Aufklärungsdaten. Also würde ich mal sagen, das ist ja mehr als genug Grund. Hallo, wir klauen euch mal den Hubschrauber. Ich bin der Pilot. Das ist. Okay, wir können. Ach, das ist gleich da. Es sieht immer auf der Karte so extrem weit aus, aber dabei ist es gleich hier. Ja, nice. Krass, die haben eine Rakete. So komisch, dass die wissen, dass wir böse sind. Ja, okay, also den Helikopter haben wir jetzt von den Rebellen. Also, jetzt hör mal auf. So, jetzt kannst du uns aber nicht mehr sehen. So. Okay, ist halt ein bisschen weit weg, aber ich habe schon öfter so einen langen Schuss hinbekommen. So, das wird halt dann risky, aber funny, hoffe ich. Erstmal muss ich schauen, wo wer ist. Also hier sind auf jeden Fall welche drin. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Noch ein dritter. Okay. Es gibt Alarm. Ich habe hier eine Kartellsendestation. Wir sollten die Tür aufbrechen und das Kontrollterminal schrotten. Sehe ein Luftabwehrsystem. Ach so. Du siehst das. Also ich hab's hier von... Hier ist ein Tango. Auch gemerkt. So als die fette Rakete auf uns gestoßen ist. Noch einen, macht 5. Sehr ein Geschützturm. Okay. Vielleicht sehen wir so noch ein paar. Aber ich glaube nicht. Wahrscheinlich ist da hinten auch noch einer drin. Wir können auch von hier rüber schießen. Das wäre, glaube ich, ein bisschen easier. Jetzt ist die Frage, wo der Sicherheitskasten für den Lautsprecher da ist. Na, der ist da gerade ziemlich alleine. Ich glaube, das ist hier. Sieht aus, als hätten wir sie aufgescheucht. Und der Leutnant entkommt. Hä? Voll in den Arsch. Und wer hat uns jetzt gehört? Ich hab doch hier hingeschossen. Ich hab doch dahin. Gejagt. Warte, kann ich nicht.
Ah. Alarm ist aus. Erster Versuch. Ja, warum denn? Feindliche Verstärkung rückt an. Der Leutnant flieht. Shit, die wollen hier lang. Was jetzt? Ach so, ja, die wissen ja, wo wir sind, ne? So ein Feuer. Okay. Eröffne Feuer. Das ist so ein Scheiß. Dass die halt ja wissen, wo wir sind. Das war überhaupt kein Sinn. Egal. Es gab alle. Oh, die haben noch einen zweiten. So viel zum Alarm. Es wird keine Verstärkung kommen. Ja, es ist schon. Runter. Ja, geil. Fängt schon mal sehr gut an. So, da ist ein Hubschrauber. Ja, wohin? Auf den Boden, Hubschrauber. Und wie haben die anderen das überlebt? Ja, spritz mich hier voll und dann. Warte. Verdammt, das war knapp. Aber irgendwie machen wir bei den Helikoptern oder Hubschraubern jetzt viel mehr Damage als davor. Oh. Da kommen sie. Was da rückt Verstärkung für die an? Bereit? Feuer frei. Verstanden. Was macht ihr denn da? Puta. Es tauchen noch mehr von den Arschlöchern auf. Ja, warte. Die kommen auf uns zu. Ziehen wir uns zurück. Bei mir sammeln. Alles klar. Der Leutnant entkommt. Der Leutnant geht nirgendwo hin. Der hat sich festgebackt. Das war aber echt komisch. Na, könnt ihr ruhig machen, wir sind halt da weg. Ich gehe mal in den Busch und mach Sachen. Cool, dass der sich hinter einer Kiste, hinter einer Mauer versteckt, ja. Hat er denn? Da sind so viele. Achso, aha. Das ist so ein Sprengding. Okay, da drüben scheinen sie sich zu beruhigen. Locker bleiben. Alles ist gut.
sehr ein geschützter. Ja. Und hier ist auch jemand drin. Der Leutnant flieht. Du und dein Leutnant flieht. Der chillt da drin. Der kommt gar nicht raus. Zum Glück. So, ich glaube, das war's hier erstmal. Jetzt ist die Frage, wohin die fahren. Fahren die komplett weg? Ah, vor allen Dingen, dass ich den zweiten Alarmding nicht gesehen habe. Das war nervig. So. Upsi. Wir sind doch noch nicht weg. Okay. Hey, Kartellschütze, auf dem Schießstand. Wieso seid ihr ausgestiegen? Naja. Mach mal ganz silent mit einer Pistole. Wir haben jemanden wachgerüttelt. Ja, und wen? Wen denn? Der Leutnant haut ab. Ah, deine Mutter haut ab. Hä? Okay, alles ist gut. Wurdet ihr entdeckt, oder was? Das ist ja verrückt. Geh auf neue Position. Roger, Ziel erfasst. Okay, Ziel markiert. Mein Ziel ist weg. Bereit, auf deinen Befehl. Habe ein Ziel. Greife an. Sehr schön. Ah, hier sind wir wieder gejagt. Einfach so. Okay, das war schon mal super. Das war auch gut. Das taugt mir aber. Also dieses ganz. Der Leutnant entkommt. Ah, jetzt. Weißt du, was wisst ihr, was richtig schlimm wäre, wenn der dann wirklich entkommen würde? Ah, na gut, dann lass ich dich halt schlafen. Ich wollte eigentlich ja jetzt, naja, egal. Ich wollte eigentlich schauen, ob der den Gefangenen dann erschießt. Das war knapp. Das war knapp. Ich sehe nichts. So. Ich glaube, die Luft ist rein. Naja, ihr habt ja super viel gemacht. Gut, dann machen wir mal die Abwehrwaffe aus.
Dann machen wir mal die... Oder wir... Vielleicht durch Strom. Braucht die Strom? Ich weiß es nicht. Nee. Wie geht die aus? Hä? Muss ich da hochklettern? Nee, kann ich nicht. Ihr Leutnant flieht. Wenn du das noch einmal sagst, dann erschieße ich dich. So. Aber kann ich ja gar nicht. Hm. So, dann schauen wir mal. Sieht so aus, als ob das Kartell wertvolle Gefangene in La Caselle de Pueblo unterbringt. Das ist in den Bergen. Wenn die Gefangenen so wichtig sind, dann wissen sie vielleicht etwas über die Leute, die verschwunden sind. Nein, das wollte ich nicht. Ja, egal. Dann hier noch. Und dann räumen wir mal das große Lager da aus. Da drin, aber wie komme ich da rein? Vielleicht durch die Tür? Ja. Ha, ich bin so schlau. Ich sollte Sherlock werden. So, sorry. So, hier gibt es noch den Lauf der Dinge für meinen Sniper. Ich sehe eine Waffenkiste. Nett. So, ich hoffe... Lauf, langer Lauf. Schaden und Reichweite. Das ist doch mal... Sehr schön. So, und dann... Der Leutnant flieht. Wenn ich wüsste, wer das sagt, dann könnte ich auch den erschießen, aber ich weiß nicht, wer das sagt. Leute, sammeln. In Bewegung. Granate fliegt. Na, Angriff. Bereit machen, Feuer. Alles klar. Shit, die haben uns. Alter. Ach, das ist ja so ein Gatling-Ding. Uiuiui. Das Problem ist ja, wir haben eine Minute. Macht sie platt. Schnell. Oh. Das schaffen wir nicht. 50 Sekunden. Scheiße nochmal. Tango am Boden. Wo geht's hoch? Fuck. Da geht's hoch. Wo? Hier. Oh Gott. Gut gemacht. Jetzt haben sie Probleme, ihre Einsätze zu koordinieren. Uiuiui. Ah, die haben einfach so eine Gatling da stehen. Gib mir die Hand des Toten, die Beine schnell ins Fass. Ich arbeite mit Leichen so wunderschön und blass. Ich lasse sie verschwinden mit zauberhaftem Staub. Verwandle sie zu Eintopf. Lalalalala. Bim-bom, bim-bom. Was? Er singt ein Kinderlied und das... Oh Gott. Pinche Cabron! Spuck's aus, Sackgesicht!
Ja, ich hab nur noch. Ich rede! Ich habe Details zu einem Sender, der auf uns wartet. Schalten wir ihn ab. Nee, das ist auch nochmal so stressig. Das Kinderlied ist ja fast so schlimm oder schlimmer als die von Russland. Die russischen Kinderlieder sind auch so ultra böse. Hier könnten Informationen sein. Achso. Soll ich nochmal rumschauen? Gibt's hier noch mehr? Ah, auf der Karte ist nichts angezeigt. Ha. Hier könnten Informationen sein. Meinst du jetzt in der Karte? Also in dem Ort jetzt? Oder allgemein hier jetzt speziell? Weil hier haben wir, glaube ich, alles gefunden. Also oben ist, glaube ich, nichts mehr. Ja, nee, ist nichts mehr. Hier könnten Informationen sein, aber wir haben alle gefunden. Also denke ich mal. Gut, dann befreien wir nochmal die Gefangenen. Und, dann holen wir uns einen schicken. Nein, wir können uns den schicken nicht holen, weil hier das da ist. Warte, ich spreng das jetzt mal. Ich hoffe, ich kann das sprengen. Granate kommt. Komme mir da culeros. Ja. Okay, ich muss das zerstören. Sehr schön. Jetzt können wir mit dem Helikopter helikoptieren. Und. Ja, wobei. Naja, das ist 900 Meter. 900 Meter fliegen oder nicht? Das ist hier die Frage. Ja. Mit dem Nachschub können wir uns Wohlwollen von den Rebellen erkaufen. Warte, das ist also ein cooler. Ich mach das, ich fliege. Wir kommen mal von der anderen Seite. Das ist gerade echt lustig, weil halt draußen fliegt bei uns ein Helikopter. Ah, cool, die haben uns nicht gesehen. Beziehungsweise sie haben uns nicht verdächtigt. Das ist ja geil. Und die da vorne werden wir jetzt auch noch abfrühstücken. Hab noch einen Tango. Roger, ich gehe zu einer besseren Schusslinie. Roger, zieh mal. Ich sehe das Ziel. Ich schieße auf die Ärsche. Er ist tot. Tja, einmal Unidad weniger. Sauber hier drüben. Hast du es sauber gemacht? Schön. Armeeeinheit voraus. Das verkompliziert die Sache. Was? Wieso, die ist doch tot? So. Wir haben Gesellschaft, bleibt wachsam. Die Frage ist, ob da noch ein zweiter drin ist. Aufpassen, da ist dein Geschütz. Ja, ich weiß. So. Gut gemacht. Räumen wir auf und dann weiter. Das war erst der Anfang. Was ist mit dir los? Ich glaube, sie haben ihren Kollegen gefunden. Hä? Sag jetzt halt bloß, da ist noch ein zweiter drin. Der hat keinen Alarm gemacht, der hat nichts gemacht. Und die wissen, wo wir sind. Egal. Was
ist mir doch jetzt egal. Jetzt reicht mir aber. Stirb. Entschuldigung. Eröffne Feuer. Lebt er noch? Ich glaube nicht. Oh Mann, wie das nervt. Die Arschlöcher kommen hier lang. Was tun? Ja, angreifen. Wahrscheinlich ist er außerhalb der Umfriedung. Naja. Auf so. Dieser Seite ist alles klar. So toll war es jetzt nicht, ne? Ich hab doch geschaut. Da, ja, wahrscheinlich war. Jetzt komm. Wahrscheinlich war der eine in der Ecke, während ich den erschossen habe oder so. Naja. Zum Glück gab es hier keinen Alarm. Scheinbar hat eine Journalistin namens Lupe Vera die vermissten Fälle in San Mateo recherchiert. Sie hat genug Staub aufgewirbelt, um auf der Liste des Kartells die Nächste zu sein. Wir kennen ihre Position. Finden wir sie, bevor es die Sicarios tun. Und wo gibt's denn jetzt? Ich habe extra schnell Map aufgemacht, aber irgendwie. So lustig, ey. Achso, jetzt hat, okay. Die bolivianische Journalistin Lupe Vera forscht seit Monaten nach dem Vermissten aus San Mateo. Suchen Sie sie und finden Sie heraus, was sie weiß. Ja. Jetzt hat. Gut. Hier ist ein Kartellorden. Der Verlust wird einem armen Strolch das Herz brechen. Ja, ich weiß nicht. Wenn die hier so offen liegen. Weil die Sträucher, die deswegen heulen würden, sind ja tot. Gut, dann holen wir unser geilen Helikopter. Wenn ich ihn nochmal finde. Der war irgendwo hier. Da drüben. So. Und dann würde ich sagen, ist die Folge schon wieder vorbei und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ja, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut, bye bye.